Vor den Workshops habe ich jetzt eine weitere Legende anzukündigen. Das ist Dr. Becker, der Gründer von Era Micro. Dr. Becker hat sich mit Digitalisierung, und ich weiß, heute denkt man, das ist vielleicht nicht so digital wie alle andere Dinge, die heute digital sind, aber er hat sich mit Digitalisierung beschäftigt, da haben andere noch in ihren Aktenschränken geschlafen. Und es hat sich immer weiterentwickelt. Und jetzt freue ich mich, er ist auch der Hauptsponsor unserer Konferenz, das hat Florian schon gesagt, dass er zu uns spricht über die Digitalisierung der Kommunikation zwischen Anwaltskanzlei und Mandant. Herr Dr. Becker. Ja, ganz herzlich willkommen auch aus der Sicht von mir und Era Micro. Ich darf ganz kurz mich vorstellen. Obwohl immer, wenn ich das tue am Anfang eines Referates, dann denke ich an den Spruch, den ich in meinem Lehrbuch für Rhetorik mal gelesen habe, am Anfang, da muss ich immer dran denken, wer von sich spricht, langweilt die Leute. Wer von ihnen spricht, fasziniert sie. Dessen ungeachtet sind wir in einem Markt der Juristerei, der von Autoritäten lebt. Und jetzt mache ich schon die Brücke zum Legal Tech, zu einer Thematik, die man sehen muss. Juristerei in Deutschland ist von Autoritäten abhängig. Man fragt sich natürlich, wer ist das, der zu Ihnen spricht? Hat er einen Namen, hat er Erfahrung oder ist ja irgendjemand? Wir differenzieren, ob ein Tool gemacht ist von irgendjemandem, von einer anonymen Zahl oder ob dort ein Name, wir glauben als Juristen an Namen. Und dementsprechend möchte ich ganz kurz mich vorstellen, ich habe 1981 begonnen, ein eigenes Kanzleiorganisationssystem in meiner Praxis programmiert. Das waren 10 Jahre. Und wir sind inzwischen mit Era Micro, der seit langem, seit 91, da hatten wir als erstes 1000 Systeme im Jahr verkauft. Ab 91 brach der Markt auf und dann sind wir eben seither, können wir unangefochten sagen, Marktführer für Anwaltssoftware in Deutschland zu sein. Und meine Position ist die des Programmarchitekten. Ich verstehe mich als Innovator, deswegen freue ich mich eben hier, dass hier Teil dieses Prozesses sein zu können, unsere Entwickler waren gestern auch mit in den Teams dort und das war extrem fruchtbar auch für uns, diese Zusammenarbeit. Wir verstehen uns als Innovatoren, wir sind und sehen uns an der vordersten Front der technischen Entwicklung. Und ich freue mich ganz besonders, dass beispielsweise die Kanzlei Gansel, die vorhin hier vorgetragen hat, ist auch ein langjähriger Kunde von uns und dass aus dieser Entwicklung, aus der Zusammenarbeit so viele produktive und fortschrittliche Dinge entstanden sind, das ist ein wesentlicher Motor unserer Entwicklung bis heute. So, jetzt zum Thema Legal Tech. Ich habe mich gefragt für diesen Vortrag jetzt hier, für den ich mich bedanke, dass ich den hier machen darf, was ist eigentlich Legal Tech? Als Jurist sind wir gewohnt, mit Definitionen zu arbeiten und was ist das eigentlich? Was bedeutet das? Und dazu möchte ich Ihnen meine Gedanken hier heute mitteilen. Und Sie in den 10 Minuten, die ich habe, oder noch 7 wahrscheinlich, die möchte ich Sie einfach zum Denken anregen, dass wir das Thema einfach auf den Punkt bringen. Viele Dinge, die heute angesprochen sind, kehren dort wieder. Also, ich definiere mal. Legal Tech ist die technische Unterstützung der Arbeit, der Tätigkeit des Juristen. Und das impliziert schon, dass Legal Tech aus meiner Sicht nicht die Ablösung des Juristen ist. Das ist schon eine ganz wichtige Definition. Ich habe gerade jemandem zusammengesessen vom Anwaltsverein und der hat gesprochen, dass sie jemanden deutschen Anbieter verklagt erfolgreich haben, der nämlich einen Vertragsgenerator ins Netz gestellt hat, mit dem sich anheischisch machen, dass Privatleute doch auch im Internet sich so einen Vertrag da zusammenstellen könnten. Also Legal Tech als Ersatz für die Anwaltschaft. Nun haben wir in Deutschland das Rechtsdienstleistungsgesetz, was dann dazu führt, dass das eben nicht möglich ist, denn das gehört in die Hand eines Juristen. Da kommen völlig widersinnige Sachen natürlich raus. Das war, was die Kollegin hier eben gesagt hat, dann hat der Anwalt wieder zu tun, das aufzuarbeiten und das wieder zu reparieren. Also kurzum, Legal Tech ist aus meiner Sicht, in meinem Verständnis, die Unterstützung des Juristen bei seiner Tätigkeit als Jurist. Und hier sehe ich als ersten Fortschritt, kommen gleich zu LegalOS, die wir gestern anlässlich der Legal Tech freigeschaltet haben online. Das heißt, wir vertreiben auf unserem Online-Store LegalOS als erster Anbieter. Nämlich hier geht es darum, meine eigenen intellektuellen Fähigkeiten als Anwalt zu erweitern.
Die sagen mir, oh, da musst du noch an das denken. Und wenn du diese Klausel hast, darfst du diese Klausel nicht machen. Habe ich ja gar nicht dran gedacht. Das heißt, ich erweitere meine Fähigkeiten als Jurist durch Legal Tech. Das ist für mich einer der wesentlichen Vorteile oder der wesentliche Ansatz. Und zwar das durch Technizität, also Software und Hardware. Okay, so. Wir haben zu betrachten als erstes, aus meiner Sicht und nicht als erstes, ein wesentliche Kategorie von Legal Tech ist für mich die Wirtschaftlichkeit. Das grenzt sich ab von Forschung und Entwicklung, wie sie vielleicht an den Universitäten stattfindet, wo man vielleicht im Vergleich wie theoretische Physik also sagt, ein theoretisches Legal Tech, Forschung, Entwicklung, künstliche Intelligenz und alle diese Dinge sind ein Bereich der Zukunft, der Visionen. Wenn wir die praktische Legal Tech betrachten, dann müssen wir um Geld reden. Es macht keinen Sinn, Entwicklungen zu machen, die nicht ein Return on Investment machen. Denn wozu ist denn Legal Tech da? Es dient dazu, juristische Prozesse wirtschaftlicher zu machen, besser zu machen. Nun, wozu sind juristische Prozesse da? Sie richten sich ja auf Lebenssachverhalte, auf Dinge, die Menschen miteinander tun, auf Verträge, auf die gesellschaftliche Situation zu organisieren. Aber alle diese Prozesse müssen sich ja wirtschaftlich bewähren. Das heißt, ich mache, das Tool wäre so teuer, dass am Ende die Arbeitsverträge viel teurer werden als andere. Dann geht das ja nicht. Nicht wahr? Dann wird das Tool, so schön es sein mag, nicht überleben. Sondern alle diese Entwicklungen im Legal Tech-Bereich, die ich jetzt hier im praktischen Bereich sehe, müssen sich irgendwann mal rechnen. Sie müssen überleben, sonst sind sie brotlose Kunst. Und das wollte ich als eine Kategorie sagen. Sie müssen sich im darwinistischen Sinne, müssen sich Legal Tech-Entwicklungen erstmal zumindest eine Chance haben, eine Vision haben, zu rechnen. Das wird der Kollege von Venture Capital genauso sehen. Ganz klar, irgendwann muss am Ende des Tages auch ein wirtschaftliches Konzept dahinter stehen. Das ist die eine Kategorie, die Wirtschaftlichkeit. Dann haben wir eine nationale Komponente. Das deutsche Recht ist extrem abweichend vom Case Law, was wir sonst haben, wenn wir das betrachten. Ich denke dabei an den Paragraphen 242 BGB, einzelner Paragraph. Und dazu gibt es ein Buch, der Kommentar vom Staudinger, also ihr fühlt 2 Kilo schwer. Zu einem einzigen Paragraphen. Sie denken, wo ist Sicherheit bei Juristerei? Steht doch im Gesetz, Paragraph, ein ganz kurzer Paragraph. Dazu können Sie ein gesamtes Buch über ein Jahrhundert machen. Und nun frage ich Sie, wie man dieses juristische Element in Legal Tech-Prozessen abbilden will. Das heißt, diese grundsätzliche Problematik des deutschen Rechtes muss betrachtet werden, sodass sich daraus schon eine gewisse Abgrenzung ergibt zu dem, was überhaupt möglich ist. Das muss man erstmal betrachten. Wo kann man Legal Tech-Prozesse in Deutschland überhaupt machen? Dann haben wir diese nationale Komponente, dass wir eben diese Vertrauenswürdigkeit haben. Das heißt, die Frage ist, wer steht dahinter? Hier bei LegalOS haben wir Professor Breidenbach dahinter, sodass die Legitimität außer Zweifel steht. Das wird man aber oft ein Problem sein bei Start-ups, dass sie möglicherweise am Markt diesen Namen nicht erreichen und allein daran schon Legal Tech-Dinge scheitern. So, das sind sozusagen die 3 Grundgedanken, die ich dazu mir gemacht habe. Kommen wir nun zum praktischen Teil. Legal Tech hat immer auch, und Juristerei, der Anwaltsberuf, eine händische Komponente. Das vermutet man nicht. Es ist aber so. Anwaltsberuf ist auch Handarbeit. Ganz einfach. Weil wir haben eine gigantische Menge an Normen. Da gibt es so ein rotes Buch, Schönfelder, den man so als Jurist, als erstes klappt man das unter den Arm, das erste, was mit dem herumläuft. Ich denke, das ist heute noch ganz ähnlich. Weil man braucht schnellen Zugriff zu unendlich vielen Normen. Ich als Jurist greife da rein, kann ich da, zack, und als Anwalt muss ich schnellen Zugriff zu Normen haben. Das ist bis heute nicht gelungen, in ähnlicher Form abzubilden. Das ist eine Grundproblematik, die ich auch mit Akten habe. Ein Kollege sagte, ich vermisse den Kaffeefleck auf der Akte. Da weiß ich, der mit der Kaffeefleck war derjenige. Das heißt, die ganze Realität, die wir haben als Anwalt, ich muss da eingreifen, das ist wirklich eine Handarbeit und die müssen wir digital abbilden. Und das ist eine Herausforderung. Ich wollte Ihnen das mal ganz kurz zeigen, was ich mir dazu gedacht habe, nur so, dass Sie einen Eindruck haben. Ich wollte nachbauen auf dem iPad die Stapel des Anwaltes. Die habe ich einfach mal grafisch nachgebaut. Da müssen Sie sich vorstellen, die haben verschiedene Höhen.
habe ich meine Prioritäten, habe ich meine Terminsakten, also wie auch immer. Ich wollte Ihnen einfach nur einen Eindruck geben, woran wir gerade gedanklich arbeiten im Sinne von LegalTech, dass wir sagen, wir müssen überhaupt erstmal die analoge Welt nachbauen und damit eine Grundlage schaffen für digitale Prozesse dann im LegalTech-Bereich. Die nächste Problematik bei oder Kategorie bei LegalTech-Betrachtungen ist, dass wir es mit, ich nenne es mal In-vitro-Aspekt, wir haben es mit Lebenssachverhalten zu tun, die sich aber verändern. Die sind ja nicht gleich. Die sind ja nicht gestorben, die Leute sind jetzt leben. Die ändern sich, die haben heute das, ich habe einen Vertrag, plötzlich kommt eine andere Anforderung rein, plötzlich ändert sich alles. Das heißt, wir müssen, wenn wir LegalTech-Dinge tun wollen, den Mandantenbereich betrachten. Das heißt, ich brauche eine Kommunikationsstrecke im Rahmen von digitalen Prozessen mit der Mandantschaft. Das mag auch eine andere Anwaltskanzlei sein, also jedenfalls eine äußere Situation. Und das ist derzeit mein Arbeitsgebiet, auf dem ich entwickle und forsche. Das ist der Hauptthema, was wir derzeit fokussieren, ist die Integration in die Legal-Prozesse in der Kanzlei mit dem Mandanten. Fangen wir dabei an, beispielsweise, dass die Mandanten Daten eingeben. Das ist häufig, dass wir sehr interaktiv agieren. Die Menschen haben Smartphones, das ist der nächste Aspekt. Die Digitalisierung verändert sich massiv in dem Bereich der Smartphones. Das Bundesamt für Informationssicherheit hat ja kürzlich bekannt gegeben, dass im vorigen Jahr hat sich die Datenmenge, 50% ist die gestiegen, ins Mobile hinein. Die mobilen Daten haben sich massiv verändert. Das Bundesamt hat gesagt, das Kommunikationsverhalten mit der Deutschen verändert sich hin in die Mobilität. Auch dem muss ein LegalTech-Prozess Rechnung tragen, dass die Mandantschaft eben nicht mehr mit E-Mail und mit Smartphones arbeitet, sondern zunehmend mit Messenger-Systemen. Und diesen gesamten Gedankengang möchte ich jetzt zu einer kurzen Lösung zuführen, die ich Ihnen so kurz darstellen möchte. Wir werden einführen das Mandantenkonto online beim Anwalt. Das ist ein neuer Gedanke. Ich habe mein Konto als Mandant bei Amazon und sonst wo, aber beim Anwalt habe ich keins. Und das gehört heute und künftig dazu. Das heißt, wir werden direkt unmittelbar verzahnen die Elektronik der Mandantschaft mit der Mandantschaft des Anwaltes. Das führt dann dazu, dass Sie über Masken zu definieren, dass die Mandanten Daten eingeben können, dass sie ihre Akten anlegen können, sie können Mandate erteilen. Ich habe einfach mein Konto beim Anwalt, ist doch eigentlich ganz normal in der heutigen Zeit. Und das ist eine Entwicklung, die wir machen werden. Parallel dazu haben Sie die Smartphones. Und hier stellen sich die Fragen nach Sicherheit. Nächste Thema, Sicherheit. Wenn ich kommuniziere, das war das, was am Anfang war, auch so 2 Minuten, okay. Dann war das Thema Sicherheit. Und hierzu kann ich ankündigen, dass wir ein deutsches Sicherheitsnetz herausbringen werden. Das schließt direkt an das den ersten Redner, der genau das gesagt hat, was ich auch meine. Peer-to-peer ist die Lösung. Wir müssen weg von zentralen Lösungen, weil die angreifbar sind. Klar. Und deswegen bringen wir ein Peer-to-peer-Netzwerk raus, das, ich will das gar nicht jetzt technisch weiter ausführen, was aber dazu führt, dass die deutsche Anwaltschaft mit ihren Mandanten ein geschlossenen Datenaustauschraum bekommt, der auch kostenlos sein wird im Wesentlichen, sodass also hier wir als Anbieter, als Treugeber dieses Systems, denn es ist ja die Frage, wer steht dahinter, und das wird RAMicro sein als Betreiber im Sinne des Telekommunikationsgesetzes, werden wir also einen solchen Raum schaffen, mit dem die Anwälte untereinander kommunizieren können, und das wird auch hier im europäischen Raum sein. Der erste Redner hat genau das vorweggenommen, auch dahinter wird dann eine SE stehen. Also im Grunde genommen sind die Gedanken von uns ganz ähnlich zu dem, was heute schon vorgetragen wurde. Ja, das ist die Lösung, die wir hier künftig sehen werden. Wir werden also die Smartphones der Menschen, die PCs integrieren. So, und jetzt letzter Satz. Wir sind ganz froh und stolz, möchten Sie einladen, dass Sie dann auch hier auf unsere Stände kommen. Wir ziehen in diesen nächsten Tagen gegenüber in die Cube. Der Cube ist derzeit, wir waren gerade auf der Öffnungsfeier, ich konnte den Architekten sprechen, das ist weltweit einmalig, den Cube, gucken Sie sich an, das gibt es auf der ganzen Welt nicht, diese Fassadentechnik.
hat er mir gesagt. Und das ist genau das, was wir auch hier alle zusammen letztlich heute präsentieren, im Gegensatz zum Kanzleramt da drüben, wie Herr Breimer gesagt hat. Das ist Innovation und das ist Weltspitze der Innovation. Und das kann Berlin wieder werden, wenn alle diese Visionen teilen. Und das möchte ich mit Ihnen machen und dafür stehen wir hier. Und deswegen lade ich Sie ein auf unseren Stand. Schönen Dank. Vielen Dank.